Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihr zahlreiches Kommen. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse daran haben, was meine Fraktion, die größte Fraktion im Deutschen Bundestag, heute getan hat. Sie hat einen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Ich freue mich, dass ich im Amt auch von der neuen Fraktion wieder bestätigt worden bin, freue mich über das große Vertrauen, empfinde das als Ehre und bin auch sehr berührt über die Wertschätzung. Es ist eine große Aufgabe, insbesondere weil wir uns einig darüber sind, so schnell wie möglich Olaf Scholz zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu wählen. Das ist etwas, was wir auch mit vielen Menschen in Deutschland teilen, egal wem sie am Sonntag ihre Stimme gegeben hat. Für viele ist offensichtlich, dass die SPD die Partei ist, die nicht nur viele Stimmen dazu gewonnen hat, sondern die den Kanzlerkandidaten ein großes Vertrauen, die dem Kanzlerkandidaten ein großes Vertrauen geschenkt haben und jetzt in der Lage sein sollte, eben mit diesem Vertrauen auch im Kanzleramt mit Erfahrung und Kompetenz Entscheidungen zu treffen. Wir wollen das als größte Fraktion ermöglichen. Ich möchte Sie auch darüber in Kenntnis setzen, dass wir eine sehr interessante, eine sehr lebhafte, eine sehr junge, eine sehr diverse SPD-Bundestagsfraktion mit insgesamt 206 Abgeordneten haben. Das hat sich heute Morgen vielleicht auch im Paul-Löbe-Haus dem einen oder anderen offenbart. Ich bin da sehr froh drüber. Und genau das hat sich auch noch mal bestätigt aus dem Wahlkampf. Wir haben sehr interessante Biografien in unserer Fraktion zusammen, junge und ältere. Und das macht uns, glaube ich, auch für die 4 Jahre so stark. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Der erste war Herr Rödle. Insbesondere, Herr Rödle, Sie haben das angesprochen, der Osten, die ostdeutschen Bundesländer, wo die SPD gerade auch am Sonntag wieder gezeigt hat, dass sie dort durchaus auch Vertrauen genießt, dass gerade auch junge Abgeordnete, die den Mut vor einem Jahr gehabt haben, den Hut in den Ring zu werfen, wo die Umfrageergebnisse ja nun nicht gerade so waren, dass man hoffte, dann auch hier im Deutschen Bundestag Platz nehmen zu dürfen. Und das ist auch eine große Chance, die die SPD auch ergreifen muss, im Osten, in den ostdeutschen Bundesländern wieder Vertrauen aufzubauen. Und da wächst ja auch etwas in einer jungen Generation, die wir auch hoffen, in unserer Fraktion widerspiegeln zu können. Herr Kappelan. Nun, das sind ja alles kluge neue Kolleginnen und Kollegen, die ja auch das Wahlergebnis lesen können. Sie sehen, dass vielleicht Dinge, die der ein oder andere mal erwogen hat, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob die so groß darüber nachgedacht haben, sondern die haben bis Sonntag über ihr Wahlergebnis, ihr eigenes Wahlergebnis zuerst mal nachgedacht und dafür gekämpft. Sehen Sie eben, dass 3 Parteien einen Vertrauensvorschuss von vielen Bürgerinnen und Bürgern bekommen haben, die auch eine Fortschrittskoalition bilden können unter einem Kanzler Olaf Scholz. Das ist die SPD, das sind die Grünen und das ist die FDP. Und deswegen sollten auch Grüne und FDP klug genug sein, das Angebot von uns, jetzt bald Gespräche, Sondierungen für eine Koalition dann auch zu führen, auch ergreifen. Das ist mir ganz wichtig und ich bin auch ganz sicher, das ist der Wunsch auch von vielen jungen Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion. Frau Becker. Hallo.
gestern gesagt, Ende der Woche könnte es losgehen mit den Sondierungen. Was ist denn der Stand der Dinge? Haben die Ihnen schon geantwortet? Wann werden Sie anfangen zu sondieren? Also was ist jetzt sozusagen der Zeitplan? Also in der Tat, das ist immer noch mein Wunsch und auch unser Angebot, dass die anderen, die wir in einer solchen Fortschrittskoalition sehen, mit uns diese Gespräche führen sollten. Und wenn ich von Ende der Woche gesprochen habe, bleiben da ja für noch einige Tage übrig. Aber gibt es einen Zeitplan von Ihrer Seite her schon? Wir stehen zur Verfügung. Wir wissen nicht genau, was eben auch im Hinblick auf das, was gestern offensichtlich in der CDU-CSU-Fraktion ja auch ein bisschen zu Unmut, Verwirrung, neuen Zeiträumen bestimmt hat, ob das zum Beispiel FDP und Grüne noch mal beeinflusst hat. Wir stehen bereit und wir stehen verlässlich bereit. Okay. Herr Hansen, damit ich mich da noch mal nachfragen darf, gibt es denn bereits die Aussicht auf einen Termin für ein Gespräch schon vor dem Wochenende? Und das Zweite, wie bewerten Sie denn das Treffen gestern Abend von Grünen und FDP? Haben Sie Sorge, dass möglicherweise Grüne und FDP schon Fakten schaffen, bevor Sie überhaupt mit den beiden ins Gespräch kommen? Nein, wenn Grüne und FDP gestern sich getroffen haben, so interpretiere ich das, dass diese beiden Parteien, die beiden Fraktionen Misstrauen abbauen müssen, der eben von vor 4 Jahren offensichtlich zwischen beiden Fraktionen, zwischen beiden Parteien entstanden ist, als sie es nicht geschafft haben, eine Regierung zu bilden. Und ich kann Ihnen nur viel Glück dabei wünschen, Misstrauen abzubauen, weil wir brauchen für ein Land, was vor großen Herausforderungen steht, Verlässlichkeit, Vertrauen untereinander. Wir wollen FDP und Grünen auch dieses Vertrauen schenken. Und deswegen stehen wir jederzeit zu ersten Gesprächen über eine zukünftige Fortschrittskoalition auch zur Verfügung. Herr Kollege. Ja, Herr Metzelich, Grüne und FDP posten Selfies. Die Kollegen haben es jetzt auch mehrfach versucht. Gibt es denn schon Kontakte von Grünen und FDP zur SPD und in welcher Ausgangsposition befindet man sich eigentlich als Wahlsieger, wenn der Dritt- und Viertplatzierte jetzt schon mal vorher Fakten schafft? Also Sie wissen, ich mache keine Selfies. Mit mir werden ab und zu Selfies gemacht. Und wenn das notwendig ist, um andere davon zu überzeugen, belastbare Gespräche zu führen, dann soll es so sein. Aber auf der anderen Seite, ich finde, Deutschland braucht keine Fotos, sondern Deutschland braucht eine Regierung, die tatkräftig auch die Herausforderungen annimmt. Wir würden das gerne eben tun und die Wählerinnen und Wähler haben mit einem deutlichen Signal und insbesondere auch jetzt in den Nachbefragungen, wer denn aus Sicht der Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Kanzleramt gesehen wird, Olaf Scholz ein Vertrauen geschenkt und dafür wollen wir das jetzt hart auch erarbeiten. Herr Kollege, hier vorne nochmal. Danke. Herr Mützenich, Sie sprachen halt eben schon von dem Treffen von FDP und Grünen, haben sich auch schon bewertet. Wie bewerten Sie das im Hinblick auf Ihre Position in späteren Verhandlungen? Wenn die beiden sich jetzt auf gewisse Positionen einigen, schwächt das in gewisser Weise Ihre Verhandlungsposition? Das weiß ich ja gar nicht, ob die sich einigen. Ich glaube ja eher, wie gesagt, das Misstrauen, was sich aufgebaut hat, auch in den 4 Jahren, aber insbesondere bei den erfolglosen Koalitionsverhandlungen damals mit der Union, dass sie versuchen, vielleicht das eine oder andere, was als Störung wahrgenommen wurde, damals eben nicht mehr aufkommen zu lassen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auch in Ruhe und letztlich eben auch mit klaren Überzeugungen über die Herausforderungen für dieses Land werden reden können. Wir haben Vorschläge, wir haben einen Kompass und wir haben insbesondere Olaf Scholz. Der Kollege daneben. Herr Metzenich, ja, hier bin ich. Ja, ich gucke schon. Entschuldigung. Nach der Wahl ist möglicherweise ja schon wieder vor der Wahl. Haben Sie als Fraktionschef denn schon eine Kandidatin, einen Kandidaten für das Amt des Bundestagspräsidenten im Kopf? Und können Sie uns da einen Namen nennen? Also ich bin ganz klar davon überzeugt, dass die Tradition, die hier im Deutschen Bundestag immer so gehalten worden ist, dass die stärkste Fraktion einen Bundestagspräsidenten oder eine Bundestagspräsidentin zu nominieren,
auch von den anderen Fraktionen mit Respekt auch gesehen wird. Und Sie können sicher sein, dass wir eine starke Kandidatin, einen starken Kandidaten dafür nominieren. Und gleichzeitig werden wir auch einen weiteren Vizepräsidenten stellen. Präsidentin auch. Herr Kappeler. Ich hatte im Grunde dieselbe Frage. Wie gefällt Ihnen denn, dass auch Ihr Name da genannt wird? Oder können Sie sich das vorstellen? Oder würden Sie jetzt sagen, hört mal her, ich bin jetzt mit fast 98% Fraktionschef geworden und ich will es auch bleiben? Wenn es eine Wertschätzung sein soll, dass ich genannt werde, freue ich mich darüber. Herr Kollege hier. Herr Mützelich, hier. Ja, es geht auch viel um die Tonalität, um die Frage, auf welcher Respektsebene begegnet man sich. Ist es tatsächlich so, dass man sich da jetzt selbst ein bisschen zur Raison ruft und mögliche Quertreiber oder eben Spitzen gegen mögliche Koalitionspartner dann auch erstmal stumm stellen will? Inwiefern versuchen Sie da auch ein bisschen Ruhe reinzubekommen? Wer mich ein bisschen beobachten wollte und konnte, weiß, dass ich so gut wie möglich immer versuche, die Ruhe zu bewahren. Und wenn ich damit auch auf Kolleginnen und Kollegen einwirken kann, ist das nicht falsch, weil ich glaube, die Menschen wollen jetzt kein Spektakel. Sie wollen kein Winken von Balkonen, die am Ende nichts Gutes bedeuten, sondern sie wollen eben auch belastbare Gespräche. Und die bieten wir an. Soweit. Vielen Dank. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann wünsche ich einen weiterhin schönen Tag. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Und bitte bleiben Sie gesund. Und alles Gute auf demnächst. Dankeschön.